willkommen zu einer neuen Folge Call of Atlantis. Das brauche ich jetzt. Es ist nachts um 12:30 und jetzt fange ich die dritte Session in diesem Spiel an. Ist das nicht toll? Ja, ja, ja. Start. Oh, nee, ich brauche das gerade zum Abspannen. Nicht, dass ich mich aufgeregt hätte oder so, aber heute, oh. Für mich ein langer Tag, gefühlt. Das liegt aber auch nur daran, dass ich mich immer selbst überfordere mit Informationen. Ja. Und ich denke mal, dass dieses Spiel, so seicht, wie es nämlich ja eigentlich ist, ne, mich ein bisschen dabei unterstützt, für heute runterzukommen. Ach, wie ich diese Musik vermisse. Die haben sich, glaube ich, inspirieren lassen tatsächlich, oder zumindest waren die beim selben Musikaufnahmestudio wie auch die Musik gemacht haben für, na sag schon, dieses Atlantis-Ding von Disney. Wie heißt das denn nochmal? Ihr wisst, was ich meine, oder? Irgendwas mit einer fantastischen Reise oder nee, der Schatzplanet oder sowas. Das ist halt auch, glaube ich, der zweite Teil oder so von diesem Atlantis, Disney Atlantis Gedöns. Und wenn ich mal, weil ich habe ja für meine Idee so eine Ambiente MP3 Player zusammenzustellen, habe ich mal diese ganzen Sounds hier rausgesucht und dann eine schöne kleine Datei von zusammengestellt. Und naja, was soll ich sagen? Dabei habe ich gesehen, dass da Dateien waren, die eigentlich Musikdateien waren. Also zumindest Fragmente habe ich gefunden, die zu diesem Atlantis-Gedöns-Film von Disney gehören. Von daher gehe ich davon aus, dass das einfach dasselbe Musikstudio war, das auch dafür die Musik gemacht hat. Finde ich cool, dass man sowas in den Spieledateien herausfinden kann. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. So. Wir liegen noch gut in der Zeit. Wir brauchen noch drei Dinge, die hier überall verstreut liegen. Und ich habe ein Herz und eine Sanduhr. So, jetzt haben wir auch alles offen und können auch gleichzeitig nochmal ein bisschen rumballern. So, da haben wir schon mal ein Extra und ein Teil. So, da haben wir das auch aufgeschlossen. Oh, das wird aber eng hier. Eieieiei. Das ist schwer. Das ist bockschwer, das aus der Mitte rauszuholen. Ja, nee, ich habe heute die Hausarbeit noch mal ein bisschen zu Ende gemacht. Mich um Wäsche gekümmert, durchgesaugt, Blumen gegossen, Gedöns. Und habe die Folge von gestern schon mal gerendert und hochgeladen. Alles supidupi. Eine musste ich doppelt rendern. Da war ein Fehler. Da war 5 Minuten lang schwarzer Bildschirm. Das wollte ich so nicht lassen. Also mal eine Minute, das lasse ich drin, aber nicht 5 Minuten. Das ist nicht das, was ich als Qualität empfinde. So. Ich bin hier ein bisschen hilflos. Ausgezeichnet. Ja, das ist unglaublich. Da hat sich schon wieder ganz viel geändert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie machen wir das am sinnvollsten? Ich nehme mal den Tauschstein. Damit ich ihn da schon mal ein bisschen rausballern kann. Weil das wird sonst kaum möglich sein, wenn ich da nicht so ein bisschen was Kluges einsetze. Das wird sonst kaum möglich sein. Da haben sie sich aber als letzten regulären Level für Ägypten nochmal richtig was ausgedacht. Ich glaube, die skalieren tatsächlich in jedem Örtchen nochmal, ne? Dass die halt quasi mit Level 1 in jedem alten Setting nochmal quasi relativ locker anfangen und dann aber auch für jede Welt selber nochmal immer, der letzte Level hat ja immer irgendwas, wo ich mich drüber aufrege. Wo ich dann denke, meine Güte, müsst ihr das so schwer machen? Müssen sie wahrscheinlich nicht, wollen sie aber. So, ja. Ausgezeichnet. Ja, manchmal knallt das hier, ne? Ausgezeichnet. Ja, ich weiß, hier ist alles ausgezeichnet irgendwie. Wir sind hier wieder auf einer Oscar-Premiere.
Nee, und dann habe ich nämlich heute noch nicht an meinen Mails gesessen, wie ich eigentlich geplant habe. Erst habe ich nochmal über Drogen informiert. Jetzt sind Leute vielleicht verwirrt, hä, wieso informiert ihr sich über Drogen? Naja, ich sag mal, Erfahrung habe ich selber natürlich mit Alkohol, Koffein und Tabak. Ne? Das sind so die drei, die ja jeder darf. Und dann habe ich bei verbotenen Dingen noch Erfahrung mit Amphetamin und Cannabis. Sehr wenig Erfahrung, aber habe halt welche. Und ich bin jemand, wo ich mir sage, ich möchte möglichst lange in meinem Leben meine volle kognitive Fähigkeit entfalten und so bewusstseinserweitern und schön auch manche Drogenerfahrungen sein können. So sehr haben die meisten Drogen gemeint, dass sie die kognitiven Fähigkeiten schmälern mit der Zeit der Einnahme. Und das ist so eine Geschichte, die mich so ein bisschen juckt, weißt du? So, da habe ich jetzt so einmal das Ding eingesetzt, weil wieder anders wüsste ich mir da echt nicht zu helfen. Das hättest du ja sonst nie rausgekriegt. Nö, und das möchte ich einfach nicht. Darum höre ich mir aber trotzdem interessiert mich die Wirkungen. Also habe ich mir da unheimlich viel, so ziemlich alle geläufigen Drogen des Marktes nochmal einmal angeschaut. Was die denn so für Risiken für einen selbst und für andere haben, wie man das dosiert und nimmt und bekommt und wie die Drogenregelungen hier und dort aussehen und Dosierung und bla. Also einfach mal querbeet durch alle möglichen. Da gibt es ja durchaus sogar auf YouTube-Kanäle, die natürlich immer sagen, ja, also es ist zwar alles verboten, aber, ne, so rein gedankenexperimentmäßig könnte man ja, ne, so gehen die dann da dran, die YouTube-Kanäle. Fantastisch, Mensch, das hatten wir jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, zum zweiten Mal erst? So langsam würde ich hier unten aber schon gerne weiterkommen, was hier im Moment aber echt wieder so, scheiße ist. Was ist denn hier mit dem Ding da unten? Haben wir das gerade schon eingesetzt? Habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Weil ich will jetzt echt nie noch ein drittes extra einsetzen hier. Das wäre mir ein bisschen viel. So. Ja, und dann habe ich auch nochmal mich mit Dena befasst. Diesen, ne, der ist ja... Früher war er den, heute heißt er ja Felix von der Laden, so wie er eigentlich heißt. Macht er Vlogging. Ja, ich denke mal, der Erfolg bei den großen Vloggern ist halt wirklich so dieses außergewöhnliche Leben, ne? Was die meisten Vlogger ja führen. Ausgezeichnet. So, was weiß ich, ja, heute bin ich mal in Uganda, morgen bin ich in L.A., dann bin ich mal in Las Vegas, dann bin ich mal in Mexiko und in Texas oder so, dann düse ich mal hier durch sonst wo. Also das Vlogging, das hat Gronkh ja mit Sarah zusammen auch mal gemacht auf dem Superhomies-Channel, aber die sind ja ewig nicht im Urlaub gewesen. Im Moment macht Gronkh auch viel zu viele Projekte, um das zu managen. Ja, und hier unten komme ich nicht weiter ohne eine Bombe, das freut mich ja. Das freut mich ja, dass ich da jetzt doch noch eine Bombe einsetzen muss. Das sah halt scheiße aus da unten, ne? Aber gehört ja alles zum Spiel dazu. Kann man ja machen, auf die Art und Weise. Ja, nee, es ist halt wirklich immer dieses, guckt her, wie geil ich lebe und schaut meine geilen Erfahrungen auf dieser Welt an. Das ist ja tatsächlich immer das Erfolgserlebnis, Geheimnis der meisten Vlog-YouTuber, wie ich feststelle. Nee, und hab mich da noch ganz viel durchgelesen. Und dann habe ich natürlich mich noch durch unheimlich viele Erfahrungsberichte kommender Spiele durchgelesen, durch die ganze E3 und boah. Boah, ich habe mich ja ein bisschen beschwert, dass mir die ein bisschen zu steril wirken, die ganzen Happenings, wo Spiele vorgestellt werden. Davon hat sich die E3 wieder ein bisschen entfernt, muss ich sagen. Die haben echt was geboten an Unterhaltungswert. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt so viele Informationen heute wieder reinbekommen, dass ich mich schon wieder fühle, als würde mein Kopf bruch machen. Es gibt immer viel zu viele Informationen, um die überhaupt aufzunehmen. Und deswegen finde ich es wunderbar, jetzt noch ein bisschen zu spielen mit euch, weil ich mich dabei einfach noch ein bisschen entspannen kann, bevor ich ins Bett gehe. Die Ägypter glauben, dass jede Person einen unsichtbaren Zwilling, K, hat. Damit K erhalten bleibt, werden tote Körper einbalsamiert, mumifiziert und begraben. Ja, K war eher...
K war eher so das Seelenleben, das, was halt überlebt. K wurde meistens als Falke dargestellt, weil K den Körper quasi als Vogel verlässt und dann halt nach Westen fliegt. Lustig, dass wir hier auch von Osten nach Westen gehen, denn im Westen ist ja das Land der Toten. Was einfach daher rührt, meine Meinung, also das ist jetzt nichts Wissenschaftliches, das ist einfach meine Meinung, vor vielen, 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 vielen Jahrtausenden war die Sahara ja noch relativ grün. Das war ja nicht immer Wüste. Ägypten war vor vielen, vielen, vielen Jahrtausenden ja auch noch komplett mit Wasser überschwemmt. So, und ich denke mal, am Scheideweg zwischen Grün und Wüste sind die Ägypter halt weggezogen aus der Sahara, die langsam halt zur Sahara wurde. Und sind halt als Nomadenvolk umhergezogen und haben sich dann am Nil angesiedelt, weil es da noch grün war. Und deswegen war der Westen für die Ägypter demnach immer das Land ihrer Ahnen. Und daraus wurde, glaube ich, das Land der Toten im Westen. Das ist, wie gesagt, meine Meinung. Es steht in keinem Buch, aber das ist so. Also, für mich. Jetzt muss ich ja dazu sagen. Und sagen Leute, was, das hab ich aber noch nie was gehört. Ja, weil es auch noch kein Buch steht. Mal gucken, vielleicht schreibe ich ja mal in eins rein. Start. Ägypten, Level 10. Ja, jetzt müssen wir hier schön... Ja, genau. Des Goldes. Löwenkopf. So, Göttin Bastets heilige Katze. Wobei Bastet ja eine Katze war. Sandbedecktes Bodengemälde. Fehlt hier ein Fresko? Nein. Mysteriöse Wandnische. Da gehört der Skarabäus hier rein. Und es ist Samstag. Man merkt es daran, dass die Leute draußen wieder alle am Feiern sind. Kunstvoller Deckel. Ist hier eine Kanope offen oder so? Was ist das hier? Eine elegant aussehende Truhe. Pharaos Diadem, das setze ich immer direkt auf den Kopf. Eine gelbe Duftwolke. Blaue Urne, Fresko, reichverziertes Collier. Soll ich das in die Truhe tun? Nein. Ein unverständlicher Code. Ach, damit kriege ich hier das Sakrileg-Ding auf, ne? Ah ja. So, das ist ein perfekt polierte Stange. Da kommt dann wohl der Fächer rauf. Was soll ich der Katze geben? Soll ich die mal anmalen? So, Stuhl mit geschnitzten Beinen. Da gehört wahrscheinlich eventuell, ja, da ist Löwenkopf dran. Bronzenes Räuchergefäß. Da können wir dann die gelbe Duftwolke kreieren. Upsala, eine graue Säule. Ja, die müssen wir erstmal anmalen. Mal eben kurz. Kann ja nicht lange dauern. Hier ist eine Bildstörung. Jetzt hat sie sich wieder erholt, die Bildstörung. Unfertiges Wandgemälde. Da gehört das Fresko drin. So, was haben wir hier noch? Was ist das? Grüne Urne. Ja, dann schauen wir die blaue dazu. Warum nicht? Grün und blau schmückt die Sau, ne? Ja gut, grün und blau, dass man das nicht zusammen macht, das war einfach nur, weil blau war ja früher die Farbe der Arbeiter. Und grün ist die Farbe des Volkes, der Bürger, ne? So, und die Feinbürger, die sich nicht als Arbeiter bezeichnen, sondern als, was weiß ich, Unternehmer, Angestellte, was auch immer... Weil Arbeiter war immer das mit der Hand, ne? Und so, in der Hand. Und die Vermischung aus Volk und Arbeiterklasse, da war noch ein Unterschied durchaus. Und da war immer, sag ich mal, die grüne Volksklasse, die war da immer noch ganz, ganz penibel drüber, nein, wir sind was Besseres. Und wenn sich dann aber die Farben grün und blau vermischt haben, wenn sich also die Arbeiter, ne, mit dem Volk vermischt haben, auch farblich, dann galt das als Scheiße. Und deswegen ist grün und blau immer noch, ne, schmückt die Sau. Das ist halt immer noch abgewertet, ist aber absolut Unfug. Fantasiereich dekorierte Totenurne. Ja, das nennt sich auch Kanope. Was haben wir denn hier noch so? Ich sehe nichts mehr. Ein Besen? Ach, da können wir hier mal den Sand wegfegen, ne? Gut, dann haben wir jetzt nur noch reich verziertes Collier. Das würde ich eigentlich an ihn hier dranhängen, oder? Ach nee, das kommt an die Katze, natürlich.
Ist mir nicht aufgefallen, weil ich bin nicht so dafür, dass ich Katzen oder allgemein Tiere anziehe. Weil ich glaube nicht, dass Tiere das schön finden, wenn ich sie anziehe. So. Da hätte ich ja lieber Sheba hingestellt oder so. Ah, das da hinten, das ist wahrgelb. Das wirkte auf mich also so. Na? Haben wir. So. Das finde ich ja immer mega leicht hier, immer so den letzten Level. Das ist immer total entspannt. Gutes Auge, 95%. Ja, weil ich einmal da hinten geklickt habe, weil das so gelb aussah. Mensch. Damit haben wir Ägypten abgeschlossen. Und ich habe mich verzählt. Wir haben jetzt erst Folge 10 und nicht in der letzten Folge schon. Da habe ich mich verrechnet. Die Macht des Goldes befähigt seinen Besitzer, jeder Versuchung zu widerstehen und leicht Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. Ja, das finde ich gut. Dann fehlt jetzt nur noch ein Ding und das wird wahrscheinlich rot sein, weil rot fehlt in diesem Ensemble auf jeden Fall noch. Ne? Das letzte Kristall der Macht ist in Karthago verborgen. Einer reichen Stadt, die auf der einen Seite von den Fluten des Meeres ausgewaschen und auf der anderen vom heißen Wüstensand verbrannt wird. Tausende machen sich zu dieser glorreichen Stadt auf, um Untertanen der weisen und gerechten Königin Dido zu werden. Dido wird dir bei der Suche nach dem Kristall mit der Macht des Feuers behilflich sein. Diese Macht bringt Licht in die Herzen der Menschen und verleiht ihnen Zuversicht im Hinblick auf ihre Zukunft und ihre Fähigkeiten. Der Besitzer des Kristalls kann jeden zu guten Taten und großartigen Leistungen inspirieren. Quasi, ja, das Feuer, das in jedem brennt. Karthago. Ja, da sind wir jetzt also im letzten Reich angekommen, hätte ich nie gedacht. Karthago wurde auf einer Landzunge mit Zuflüssen zum Meer im Norden und im Süden gebaut. Die Lage der Stadt macht sie zum Meister des Seehandels im Mittelmeer. Ja. Na, dann machen wir uns also wieder auf dem Weg von hier aus zum Rom zurück. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das denn hier so ausschaut. Wir müssen Dinge sammeln. Oh Mann, das sieht ja schon wieder schön aus. Ich guck mal eben nach hinten. Ja, schick. Ne? Ich mag die Hintergründe. Ist zwar alles noch in einer relativen Gulasch-Auflösung, aber okay. Und gut, die Dinge, die Gegenstände, die wir jetzt hier rumschubsen, die kennen wir schon, ne? Die kennen wir schon. Da erfinden sie das Rad hier jetzt nicht neu. So. Aufgeschlossen. Wobei ich beim Schwert nicht ganz sicher bin, ob wir das schon mal hatten, das Schwert mit dem Schild. Oder ob das jetzt mal was Neues ist. Weil daran kann ich mich jetzt gerade so ad hoc nicht erinnern. Deswegen. So. Würde denn hier auch mal eine Münze nachrutschen? No. Jetzt müssen wir das Schwert noch rauskriegen. Ausgezeichnet. So. Das ist meine Fummelei. So, schließen wir das schon mal an. Auf geht ja noch nicht. So ist das alles, ne? Anschließen, aufschließen. Ja, also das mit dem Schwert, das wirkt mir tatsächlich jetzt gerade neu. So auf den ersten Blick. So, dann haben wir da auch schon mal was gemacht. Yeah. Sehr gut. So, was fehlt hier noch? Da fehlt das noch. Und hier brauchen wir auch noch eine Münze. Na, das haben wir ja bald erreicht. Das ist ja nun nicht mehr so dramatisch, ne? Challenge accepted und so. Ja, die Soundtracks habe ich mir auf jeden Fall schon alle gemopst. Das ist, das war ein Muss.
Bett fertig gemacht habe ich mich auch schon, damit ich nach den Aufnahmen hier direkt entspannt ins Bett steigen kann. Das kann ich ja morgen immer noch ändern. Aber für heute habe ich meinen Soll mehr als erfüllt. Das sehe ich ja ein. Auch wenn ich, also früher habe ich mich immer verurteilt, wenn ich nicht das geschafft habe, was ich mir vornehme oder nahm. Das Problem ist aber, erstens nehme ich mir immer mehr vor, als ein Mensch überhaupt in der Lage ist, an einem Tag zu schaffen, weil ich immer mehr Ideen habe, als ich ausführen könnte. Und zweitens, auch wenn ich mal nicht mache, was ich eigentlich geplant habe, mache ich ja nicht nix, sondern mache immer noch ganz viele Dinge, die ich eh tun wollte. Das heißt, ich muss mich am Ende des Tages nicht schelten, sondern sage mir, okay, ich habe andere Dinge gemacht. Na, dann verschiebe ich halt, ne? Das Eisenhower-Prinzip beinhaltet zwar auch, dass man Dinge nach 3 Tagen ad acta legen sollte, wenn man die nicht erledigt hat, ne? So nach dem Motto, der hat ja gesagt, teile nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Die Dinge, die sehr wichtig und sehr dringlich sind, die mache sofort und selbst. Jetzt will ich euch um die Uhrzeit aber auch nichts Falsches erzählen, was er noch so gesagt hat. Er hat gesagt, die Dinge, die sehr wichtig sind, aber nicht so dringlich, da mach einen Termin und schieb auf. Die zwar sehr dringlich, aber nicht unbedingt wichtig sind, da delegiere und lasse andere erledigen. Und die Dinge, die weder wichtig sind noch dringlich, die lass bleiben, die bringen dich nicht weiter. Und alles, was nach 3 Tagen immer noch nicht erledigt und immer wieder aufgeschoben wurde, das kann nicht wichtig sein. Das lass sein. Soweit ich weiß, hatte der Eisenhower das mal gesagt. Und deswegen, aber ich bin da ja so, ich sag mir, so viele Ideen und so viele schöne Dinge, die es gibt, kann ich das Prinzip nicht leben. Es ist eine nette Idee und auch sicher sehr effektiv, aber was Management angeht, bin ich ja eh, ich will nicht sagen eine Lusche, ne? Aber ich bin jetzt nicht der Manager. Ich bin der einfach mal Macher. Und auch in meiner ganz eigenen Geschwindigkeit. Oh, da rutscht eine Münze nach. Aber die muss ich ja doppelt auftauen. Und wir haben bald schon die Hälfte der Zeit verloren. Karthago hat es also in sich, wie es scheint. Na also. Und hier wieder eine Münze. Gott, das ist ja ein Fest der Freude hier. Aber ich will ja nicht meckern, ne? Nur so, tu es aber trotzdem. Okay, ja, das behindert schon hier so ein bisschen gerade alles. Das ist sehr behindernd. Nicht behindert. Es ist behindernd. Da ist ein D. Mit zwischen. Ja, ich komme da nämlich jetzt gerade nicht wirklich weiter. Es gibt hin und wieder immer mal wieder einen Zug, den ich nutzen kann. Aber kein... Ja, der hier jetzt mal, ne? So, damit haben wir ein Teilchen. Yay. Oh, weia. Ja, ich bin ein bisschen überfordert, aber auch nur ein bisschen. So, oh, Mensch, das geht ja, guck mal. Oh, wir haben endlich vollen Zugriff aufs Feld. Ausgezeichnet. Nachdem so viel Zeit schon rum ist. Oh Mann. Also es ist sicher nicht das entspannendste Spiel, was ich mir vorstellen kann, aber es ist halt einfach mal so noch ein bisschen Magie vorm ins Bett gehen. Ernsthaft? Ein Teil fehlt jetzt nur noch. Wow. Das ging... That escalated quickly. Das ist ja unglaublich. So, jetzt muss ich dich da noch rausmanövrieren, ne? Oder eher gesagt runtermanövrieren. Versuchen wir mal unser Glück. Das ist wieder alles zerpflückt hier. Das ist kacke. So, sammeln wir mal ein paar Dinge. Ja.
Mühsam ernährt sich das Murmeltier. Ausgezeichnet. Wupp. Ja, ich versuche gerade nur noch mal so ein bisschen was zu sammeln, ne, für den Großen hier. Pff. Ah, hier unten ist aber auch wieder alles so ein bisschen zerpflückt. Das ist es hier oft. So, jetzt rutscht der eine Roter nach. Zuppel. Guck mal. Guck mal, wie das geht. Duftende Kräuter. Naja, ob die duftende liegt ja nun immer ganz in der Nase des Betrachters, ne? Und wir haben wieder Leben dazu bekommen, weil wir haben über 100.000 Punkte. Mal wieder. Und ich habe gedacht, die kriegen wir nicht mal einmal voll. Die Karthager exportieren erfolgreich Gold, Silber, Blei sowie andere Waren. Praktisch alles, was in Karthago hergestellt wird, ist für den Handel bestimmt. Also quasi wie China, ne? Das China der Antike. Nur das da vielleicht, weiß ich nicht. Wobei, in China kann man jetzt nicht mal mehr über Qualität lästern. Das hat ja nun mittlerweile sich auch ein bisschen... Ich beginne das Spiel direkt mit einem Herzchen und drei Teilen, die ich schon... Was soll ich dazu sagen? Danke, Spiel, bleibt mir da vielleicht zu sagen. Dass du auch mal lieb zu mir bist. So. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Musik entspannend finde? Es hat einen sehr einprägsamen Beat. So. Also das hier ist aber auch wieder eine große Krempelage. Aber komm, das schaffen wir jetzt hier. Den letzten Akt. So ein Spiel habe ich in meinem ganzen Leben noch nie durchgespielt. Das wäre echt mal eine Premiere. Nicht, weil irgendwie zu wenig Story oder so herrscht, sondern weil ich da überhaupt keine Geduld zu habe. Weil mir da immer die Zeit zu schade war, weil ich mich da eigentlich immer so aufrege. Und das mal mit euch jetzt durchzuzocken, das ist für mich schon ein kleines Erfolgserlebnis. Und natürlich das Setting, hier so ein bisschen durch die Antike zu gehen, finde ich auch nochmal schön. Das haben sie auch nochmal nett umgesetzt, ne? Kann ich nicht meckern. Oh weia. Ja, schön, aber ich komme hier gerade nicht auf die Art und Weise weiter, wie ich gern würde. So, da haben wir jetzt mal was. Eine Bresche geschlagen. Und noch eine. Na also. Drei Teile brauchen wir noch. Da liegt eins. Da liegt eins. Und da unten ist... Oh Gott. Na, dazu müssen wir ja unbedingt ran. Na, ich bin begeistert. Aber komm. So, jetzt haben wir das auch aufgeschlossen. So, holen wir die Bombe da raus, damit ich sie auch einsetzen kann. Beziehungsweise mir mopsen kann. So. Läuft. Schwupp. Lalalala. Und was macht ihr so? Habt ihr auch an Wochenenden manchmal so, weil man euch so komplett alleine lässt? Also ich denke mal, also an Wochenenden haben die meisten Menschen ja wenig vor und können mehr oder weniger eh so den ganzen Tag tun oder lassen, was sie wollen. Und das nutze ich, so ein Wochenende, wo man so null Termine hat und einen niemand sehen will, nutze ich dann halt gerne mal für sowas wie heute eben, so einen ganzen Tag mich nur mit Informationen abzugeben. Aber man kann auch übertreiben, man spürt dann durchaus irgendwann, wie die Aufnahmefähigkeit einfach mal langsam nicht mehr gegeben ist. So, warte mal, ich will mal versuchen, das hier wollte ich noch machen. Ausgezeichnet. Und dann kann ich jetzt hier nochmal reinballern und gucken, was passiert. So, einen Teil haben wir. Ein Ding aufgeschlossen, eine Bombe. Joa, der Blitz hier. Wie willst du denn da rauskriegen? Dann müsstest du ja oben auf jeden Fall erstmal das Ding da aufschließen.
Anders geht das gar nicht. Wie willst du das hier? Wie willst du das hier aufsprengen? Das geht doch nur mit dem Blitz. Anders kriegst du den ja auch nicht weg. Alter. Also hier lassen sie sich, ne? Nochmal ganz schön was einfallen. So, jetzt fehlt noch ein Teil. Bitte da, bitte da. Oh Mann. Wie willst du denn das sonst schaffen? Ich meine, wir liegen noch sehr angenehm in der Zeit, aber what a Herausforderung und so. Ausgezeichnet. Ja. Ausgezeichnet. Das ist ausgezeichnet schwierig. Brr. Ausgezeichnet. Ich weiß, ich bin Oberaffentitten geil, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. So, was können wir denn machen? Auf jeden Fall möchte ich hier. Ja, genau das. So, jetzt muss ich nochmal. Da muss was nachrutschen, was ich brauche. Ich brauche. Ja gut, oder halt die Energie hier. Die brauche ich auch. Denn wenn man Glück hat, schließt die ja auch Dinge auf, ne? So. So, die Hälfte der Zeit ist um. So langsam kann man nervös werden, wenn ich bedenke, wie schwer meine letzten beiden gewollten Gegenstände hier noch zu erreichen sind. So, jetzt bitte. Ja, da oben schließt das schon mal auf. Hier aber immer noch null. Alter. Wie wisst ihr? Die Münze ist da auch relativ kacke. So, ja. Ich bin überfordert. Wie willst du das machen? So. Weiter sammeln. La 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 la. Einfach immer weiter das Ding vollfüllen. Weil mit auf anderem Wege ist es überhaupt nicht mehr schaffbar hier. Doof ist aber immer so dieses Glücksspiel dabei, ne? Ich kann das nicht beeinflussen. So. Ausgezeichnet. Joa, schon. So, wie sieht's jetzt hier aus? Sehr gut. Das heißt, den Blitz kriegen wir auf jeden Fall problemfrei. Aber der Blitz ist ja nicht da, um mit Level zu schaffen. So, bitte, schließ mal auf da. Den Blitz haben wir schon mal. Oh, aber immer noch nicht. Deshalb sage ich ja, das ist so ein scheiß Glücksspiel in die Richtung. Wie willst du den da sonst wegkriegen? Gar nicht. Alter. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das haben sie sehr gemein gemacht. Die Zeit rinnt dahin. Nun, das geht nicht. Ich kann das nur auf diese Art und Weise machen hier. Boni zusammenpflücken. Wenigstens hast du hier ein relativ großes Spielfeld. Mist. Da hätte ich eben den Rubin zusammensetzen können zu einem größeren. Nun ja. Also ich sehe hier ein bisschen schwarz, ne? Aber das sehe ich an vielen Leveln. Das muss also noch nichts heißen. Dennoch erkenne ich an, dass es hier sauschwer ist und dass ich hier seit zig Zügen keinen dann nicht einmal aufgeschlossen wurde. Und das langsam wirklich kompliziert ist. Wird. Noch ist alles entspannt. So. Naja, gut. Entspannt ist relativ. Die Zeit geht ins Rote.
Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Dam dam, bam bam bam. So, haben wir's. Gleich. Jetzt. Schließ doch mal auf, na also. Oh. Aber trotzdem ist das immer noch nicht fertig aufgeschlossen. Ich will da nicht eine Bombe reinjagen müssen. Ich habe so einen Blitzer Ewigkeit nicht mehr ausprobiert. Ich versuch's mal. Ob der denn nur aufschließt oder weg. Ah ja, okay. Aber immerhin ist er aufgeschlossen. Ich kann jetzt handeln. Ausgezeichnet. Ich will aber. Aber ist im Spiel ja egal. Ich will. Ist im Spiel ja herzlich egal. Aber es ist ja auch richtig so, weil sonst wäre es ja unfair, wenn das nicht so wäre. Ja, das kriege ich eh nicht zeitlich hin. Da muss ich eine Zeit extra einsetzen. Das geht gar nicht anders. Um das Ding da raus zu manövrieren, brauche ich Zeit. Aber dafür sammle ich ja auch immer diese ganzen Extras, damit ich mir sie für solche Brocken hier im Endgame aufheben kann. Solche gemeinen Brocken. Aber nun ja. Also auch der Rubin da, der ist im Moment total unnötig. Und mal wieder so ein bisschen hier Bewegung reinbringen, wollte ich gerade sagen. Aber hier in der Ecke hat es nichts verändert. Ja, genau. Jetzt haben wir hier wieder so maximal nichts möglich hier unten. Also nichts Sinnvolles. Nun ja, nehmen wir mal den hier. Und gucken, was passiert. Ausgezeichnet. Ja. Fantastisch. Fantastisch. Schon wieder. Mensch, das kriegen wir jetzt aber öfter zu hören. Das ist auch wieder nicht, was ich so möchte hier. So, jetzt aber. Oh, endlich. So, beim nächsten Mal, wenn es krawallt hier, ne, dann haben wir. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass es auch passiert. Alter, das war aber auch ein Level hier. Wie gesagt, so langsam ist das wirklich anstrengend. sagte der Typ, der das Spiel startete, um vom Schlafengehen nochmal eben zu entspannen. Das ist genauso, wie wenn ich hatte ja mal im Stream letztes Jahr eine Panikattacke. Und um ein bisschen runterzukommen, spiele ich The Room, wo man sich ja nun wirklich anstrengen muss. Total intelligent. Na also, gucke mal, wie das geht hier. Was ist das, eine Uhr? Uhren gab es doch zu der Zeit noch gar nicht. Also nicht solche, eine Töpferscheibe. Schön, schön. Karthago betreibt eine fortschrittliche und produktive Landwirtschaft, wobei hauptsächlich Weizen und Gerste angebaut werden. Wein und Olivenöl sind wichtige Exportgüter. Karthagisches Geflügel wird von römischen Genießern sehr geschätzt. Ja, das ist doch gut. Und mal wieder haben wir hier eine Stelle erreicht, wo ich sage, wir machen morgen weiter. Und ich fürchte mal, dass morgen schon die letzte Folge auf uns wartet. Außer die Level sind jetzt alle so knackig, wie es jetzt war. Dann. Wir haben jetzt wie viele Level geschafft? Ach, mir. Vier? Ich glaube. Ja, doch, vier Level müssen wir geschafft haben. Also könnten wir hier eins, zwei. Das ist ja kein Level hier. Das ist ja ruckzuck erreicht. Drei, vier. Dann müssten wir noch zwei Gegenstände sammeln und das Ende und mit allem drum und dran. Na, vielleicht doch noch zwei weitere Folgen. Mal gucken. Ja, was kann ich euch noch erzählen hier so am Ende der Folge? Was ich cool finde, habt ihr mal Jodstickstoff gesehen? Das ist mit oder das flüchtigste Ding, was es gibt. Das ist ein Stoff, wenn der hergestellt wurde, den musst du nur anstupsen. Und der explodiert. Das ist kein Witz. Die haben das mal gezeigt, indem die dagegen pusteten. Bumm. Eine Feder gegen gestupst, bumm.
Das kann experimentell hergestellt werden, aber sobald das hergestellt ist, kannst du es nicht bewegen. Es ist nur experimentell herstellbar, aber absolut nicht nutzbar für irgendwas. Jodstickstoff. Maximal flüchtige Verbindung. Fand ich geil. Ja. Auch cool fand ich jetzt so einen Stoff, der demnächst auch auf Autositzen oder so eingebaut wird, der tatsächlich wie Lotus funktioniert. Der bildet quasi durch seine Beschaffenheit eine Luftbarriere zwischen sich und jedem Stoff, der ihn berührt. Das bedeutet, dass jegliche Flüssigkeit, ob es nun flüssig ist oder auch klebrig, komplett immer abperlt. Das ist ne auch nett. Und es gibt jetzt Gallium als Spielzeug für Erwachsene. Weil das ein Metall ist, das bei 29 Grad schon flüssig wird. Das heißt, wenn du es in der Hand nimmst, dann wird es quasi so wie Bleigießen. Du hast ein Metall in der Hand, was quasi ja, so matschelig ist. Du kannst daraus was kneten und wenn du es aus der Hand gibst und irgendwo ne, hinfließen lässt oder so außerhalb der Hand und es bekommt Raumtemperatur, ist es wieder fest. Das ist schon lustig. Wird ja auch für Handys und Gedöns benutzt. Gallium wird, glaube ich, auch in magnetischer Knete verwendet. Also tatsächlich eine Knete, die... Ja, ist auch Plastilin, glaube ich, mit drin. Und damit kannst du dann halt... Ja, das ist halt einfach eine Knete, die magnetisch ist. Da gibt es ganz verschiedene Spielereien, die man damit machen kann. Finde ich jedenfalls nett. Oder ein Aerogel. Das ist ein Gel, das fast nichts wiegt. Und dennoch eine enorm hohe Widerstandskraft auffasst. Und trotzdem hat das irgendwie 99,6% Luft oder so. Deswegen ja Aerogel. Das Zeug nutzt man als Dämmstoff, zum Beispiel auch in der Luftfahrt. Finde ich aber cool, dass das quasi so wie Schaum ist, gefühlt aus der Badewanne, nur eben ultra Hitze und stoßbeständig. Aber das Zeug sieht aus wie Badeschaum. Das ist schon lustig. Und es wiegt auch ähnlich viel. Ja, oder auch Nickel-Titan. Kennt ihr? Nickel-Titan hat ein Formgedächtnis. So wie das halt einmal gegossen wurde in eine gewisse Form, bleibt das. Wenn du eine Büroklammer aus Nickel-Titan komplett langstreckst und rumverbiegst, naja, gib diesen Draht dann in heißes Wasser und das Ding macht einmal schwupp und es ist wieder eine Büroklammer. Weil Formgedächtnis. Finde ich auch extrem cool, was es alles gibt. Ja, kann man bestimmt auch viele interessante Dinge mitmachen, oder? Ein Metall, das bei Hitze in den Ausgangszustand zurückspringt. Ich finde, das ergibt ganz viele Möglichkeiten. Von daher finde ich Nickel-Titan cool. Ist ja nur eine Legierung, ne? Die man da nutzen kann. Ach ja. Jetzt überlege ich, was ich euch noch erzählen kann. Ich bin nämlich heute echt breiig. Ja, habt ihr das mit Hamburg mitbekommen? Wenn wir gerade mal so bei solchen Themen sind. Da ist man mit Ausschreitungen ohne Ende. Hunderte Verletzte wegen Protesten hier gegen G20-Gipfel. Millionen Schäden, weil Geschäfte zerdeppert werden. Autos angezündet. Zig Polizeibeamte sind schon dienstunfähig, weil, ja, alles, ne? Verkloppt, Böller hingesteckt. Einem Polizisten, der wurde so verprügelt, dem haben sie Magazine geklaut von der Pistole und so. Es ist unglaublich, was da los ist im Moment in Hamburg. Man spricht schon überall von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Da bin ich immer gespannt, was da noch passiert die Tage. Aber ich, wenn, weißt du, ich informiere mich hier über Technik, über die Welt, über Computerspiele, über alles Mögliche. Aber ich bekomme Politik und Weltgeschehen immer relativ wenig mit. Nur das, was halt wirklich jeder breit tritt, das bekomme ich dann auch mit, ne? Die NASA probiert gerade ein Asteroidenschild zu erstellen, der dann so ein Geschoss... ja, losschickt, das ist ungefähr so vom Gewicht eines Kühlschranks und der mehrfachen Geschwindigkeit einer Gewehrkugel dann unterwegs wäre und damit halt gegen einen Asteroiden geknallt auf weit genug Entfernung. Weit genug. Alter, das ist ja ein... Das ist... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll von der Wortschöpfung her. Genug. Naja, lassen wir das mal so stehen, als habe ich nie gesagt. Jedenfalls kann das Asteroiden ablenken. Joa.
Auch ein Handy wurde jetzt erfunden ohne Akku, das dann halt aber bisher noch nicht weiter als 20 Meter von der Home-Station weg kann, weil die halt, das Handy verbraucht halt fast keinen Strom, hat kein Display und so, aber es kann telefonieren und nutzt dafür auch eine analoge Technik, also unheimlich energieeffizient, braucht fast nichts und wird durch Induktionsspannung halt laufend gehalten. Das heißt, das Ding hat keinen Akku. Aber du darfst das Ding nicht aus dem Haus nehmen, weil dann dieses Induktionsfeld nicht mehr gegeben ist. Aber grundsätzlich ein Handy, das keinen Akku braucht, finde ich cool, die Idee. Also von daher ist es ja im Moment eher weniger ein Handy, als mehr ein Home-Telefon, was aber komplett ohne Akkus auskommt. Naja gut, das erste Prototyp ist noch relativ, naja, auch cool finde ich jetzt, dass die Firma Red macht das, macht jetzt Handys, machen normalerweise Kinokameras mit einem kinotauglichen Soundsystem, was soll ins Handy eingebaut werden, haben die gesagt, das soll so gut den Sound wiedergeben, dass du dich fühlst wie im Kino, wenn du das Handy anhast. Na, dankeschön, wenn man dann mal irgendwo in der Bahn sitzt und jemand seine Musik anmacht. Und außerdem soll das auch eine Kamera haben, die Hologramme darstellen können soll? Ich weiß es nicht. Ja. Und der Bildschirm kann übrigens auch 3D wiedergeben, ohne eine Brille dabei benutzen zu müssen. Ähnlich wie das ja auch beim 3DS von Nintendo auch schon geklappt hat. Nur dann eben nochmal ein bisschen ausgefeilter, aktueller. Und damit möchte Red jetzt halt so ein richtig fettes Handy rausbringen. Wird aber direkt auch 1.200 € kosten, das Ding. Also das wird auf die Oberklasse nochmal eine Oberklasse draufsetzen, was Handys angeht. Nach oben sind ja eh keine Grenzen gesetzt. Ja, in Amerika, da hacken sie sich in Atomkraftwerke, machen aber, glaube ich, weniger Schaden in Richtung Bumm, sondern mehr in Richtung Ausfälle, was dann halt Kosten verursacht. Besser so als alles andere, würde ich sagen. Joa, ich habe mich auch mal noch ein bisschen mit dem Dark Web auseinandergesetzt und muss sagen, ich finde es gruselig, was im Dark Web alles zu finden ist, nämlich alles. Dark Web sind ja so die verbotenen Seiten, wo man eigentlich keinen Zugriff hat. Wo Google auch keinen Zugriff drauf hat. Du nutzt dafür einen eigenen Browser, einen Tor-Browser und nutzt dann Onion-Seiten, ne, wie Zwiebel. Es gibt dann gewisse Seiten, die du ansteuern kannst damit. Über verschiedene Server wirst du umgeleitet. Das ist also eine relativ langsame Verbindung, die aber sicher ist, weil du nicht zurückverfolgt werden kannst. Und die Leute, die da unterwegs sind, wollen das ja auch gar nicht. Und du hast dann halt Zugriff auf, es gibt dann so eine Art Wikipedia, wo du Seiten nachgucken kannst, ne? Und dann hast du halt immer kryptische Links. Das heißt, du suchst nicht in Suchmaschinen, du kommst nur durch Links hin und her. Du musst also genau wissen, wo du hin willst und den genauen Link haben, ansonsten kommst du überhaupt nicht weiter. Das ist schon recht interessant gemacht. Also du kannst natürlich von Waffen und Drogen, Tieren alles kaufen und auch an Videos, da hast du Foren, wo sich Leute zusammen, ne, so Rape-Foren, da bekommst du erklärt, wie du am besten eine Frau vergewaltigen kannst und also ist unglaublich, also es ist, oder auch Pädophilie-Foren, wo die sich dann austauschen über ihre Pedo-Erfahrungen, wo ich dann denke, was? Oder irgendwelche Snuff-Videos, wo dann Leute umgebracht werden oder auch natürlich Assassins-Dinger, ne, Auftragskiller, Oder was weiß ich, irgendwelche sehr fragwürdigen Pornos wie, dann liest man da Asian Girl Butt Crushed Rabbit in Plastic Bag, wo ich dann denke, sag mal, wer holt sich denn bitteschön auf sowas einen runter? Also, ich übersetze euch den Titel mal nicht, das denke ich mal ist verständlich. Ich möchte das überhaupt, also ich brauche gar nicht weiter drüber nachdenken. Ich finde es jedenfalls gruselig, was da abgeht im Dark Web. Was möchte ich euch noch sagen? Ich finde es auch gruselig, wohin sich die Power-Level bei Dragon Ball entwickeln. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt. Es gibt jetzt Dragon Ball Super, ne? Nach dem normalen und Z und GT kam jetzt ja die Super-Saga raus, weil sie jetzt, ne? Es gab ja auch nebenbei noch irgendwelche Filme und Gedöns. Und ich sag mal, ihr kennt doch bestimmt noch dieses It's over 9000 auf dieses What does the Scouter say about his Power-Level, ne? Ich denke mal, das kennt jeder, der irgendwo mal Dragon Ball gehört hat. War 9000 als Powerlevel, das war so mickrig. Der Muten Roshi, ne, der Schildkröten-Opi, der hatte irgendwie noch so 100 bis 200. Als die Super Saiyajins auf die Erde kamen, da hatten sie ja tatsächlich so mehrere Tausend bis 10.000. Vegeta dann ja rasch 20.000 und dann haben sie ja die Kaioken gemacht, ne? Die Steigerungstechnik, die dann in die Zigtausende.
führte, bis sie dann irgendwann die Super Saiyajin-Modi erfunden haben. 1, 2 und 3 und NGT dann auch 4. Und dann kam der Super Saiyajin-God-Mode und all so ein Gekröse jetzt in der Super-Saga, ne? Und ich erinnere mich noch, dass ich die Mangas gelesen habe, wo Freezer denn Hunderttausende an Power-Level hatte. Cell hatte schon Millionen, Buu kam schon auf 80 Millionen. In der Fusion Super Saiyajin 3 hatten dann Gogeta, glaube ich, 100 Millionen. Und dann GT habe ich überhaupt nicht mehr richtig verfolgt. Ich weiß aber, dass es dann da irgendwann Broly gab, diesen legendären Saiyajin, der irgendwie mit 1,4 Milliarden aufwartete. Dann kam dieser Omega Shenlong mit 1,9 Milliarden. Und 1,5 Milliarden hatte ja Son Goku in seiner vierten Stufe. Ich fand da ja mal ganz cool, dass sie da von X, wie heißen die? Ah, wie heißt die denn nochmal? Ach, diese Kampfgedöns hier, diese Death Battle. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls haben die mal Son Goku gegen Superman antreten lassen. Total übertrieben. Kann ich empfehlen. Ist cool gemacht für alle, die Shonen Jump mögen. Jedenfalls habe ich mich immer jetzt informiert und habe festgestellt, dass Milliarden schon überhaupt kein Wert mehr ist, ne? Es gab mir jetzt dann die Golden Freezer Saga in Super und Lord Beerus, der als Gott der Vernichtung aus anderen Universen zu uns kam und Gedöns. Was ich jetzt mitbekommen habe, ist wohl, dass der Super Saiyajin 4 mittlerweile in die Billionen, in die zig bis hunderte Billionen kommt, auf höchsten Einstellungen, sage ich mal. Oder war das, nee, der God-Mode, der war höher, ne? Also ich glaube, mit dem maximalen God-Mode, da sind die Haare nicht mehr rot, sondern blau, glaube ich, kommt man auf 9 Billiarden an Power-Level. Und der stärkste Charakter, den ich da bemerkt habe, ist Lord Beerus mit auf maximaler Anstrengung 15 Billiarden. Das ist gruselig, wenn ich bedenke, wie niedlich das alles mal angefangen hat. Und der Whis, der mit ihm da rumwuselt, der hat eine Schwester, die soll noch wesentlich stärker sein als Lord Beerus. Das heißt, sie muss dann ja in die zig Billiarden Power-Level gehen. Und die Frage ist, wohin soll das noch führen? Und welcher normale, nicht mathematisch oder wissenschaftlich allgemein interessierte Dragon Ball-Fan kommt denn überhaupt mit diesen Zahlen irgendwann noch hinterher? Es ist schockierend. Also ich fand lustig, ich habe halt nicht gedacht, dass so eine alte Serie wie Dragon Ball sich immer noch weiterentwickelt und wo die langsam hingeufert ist. Ja, aber ich habe ja den relativ neuen Film, also den von Golden Freezer habe ich nicht, aber den Film, wo Lord Beerus auf die Erde kam das erste Mal, den habe ich im Regal stehen, auf Blu-ray, den habe ich mir jetzt mal angeguckt, den neuen Dragon Ball Film. Natürlich auch total übertrieben, ich fand's niedlich. Ich finde es niedlich. Das ist eine merkwürdige Katze, die halt an Ägypten erinnert, an Bastet zum Beispiel auch und so. Aus einem anderen Universum. Es ist irgendwo putzig. Ich mag den Humor da. Der ist so schön übertrieben. Naja. Was ich auch lustig fand, das Senran Kagura Beach ist ja so ein typisches Spiel wie, ist das nicht bei Dead and Alive auch so gewesen hier? Dieses Spiel, wo sich irgendwelche japanischen Schulmädels kloppen und sich bei je niedriger man die gegnerische Lebensleiste kloppt, desto mehr Kleidung wird zerfetzt. Das heißt, irgendwann stehst du da in Unterhose da und genau das ist Sinn des Spiels. Oh Gott, das ist so. Und dieses Spiel, was ich euch gerade erzählt habe, das hat in der Collector's Edition tatsächlich ein Mauspad mit Geleinlage, ne? So für Handablage, damit es schön weich ist. Das Mauspad hat einen Druck von einem japanischen Mädel. Diese Geleinlage sind natürlich die Busen. Und die Einlage wiegt 2 Kilo. Ich weiß nicht, was ich zu diesen Entwicklern sagen soll. Ich sag deshalb auch einfach mal überhaupt nichts dazu. Lasst das so im Raum stehen und lasst euch das mal so, ne? Außerdem wurde ein Rekord aufgestellt. Super Mario 64 mit 120 Sternen wurde jetzt in unter 100 Minuten durchgespielt. Ich habe den Sinn von Speedruns noch nie verstanden. Das wird im Spiel doch nicht gerecht. Ich spiele doch ein Spiel nicht, um es möglichst schnell wieder zur Seite zu legen. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da auch einfach anders. Vielleicht bin ich doof. Keine Ahnung. Ich hab da keine Worte für. Ach ja.
Und was ich auch immer wieder lustig finde, dass im Moment immer, also immer andauernd in den Medien berichtet wird über Städte, die in den Wolken fliegen in China. Ich befürchte ja einfach mal, also manche Leute sagen ja, das wäre jetzt so ein HARP-Projekt, irgendwie Realitätsgestaltung durch, keine Ahnung, irgendwelche Hologramme, die da getestet werden in irgendeinem Blue-sonst-was-Programm auch und bla und was weiß ich. Manche gehen von Dimensionsverschwimmungen aus. Wisst ihr, was ich denke? Entweder ist das Smog und du siehst halt nicht den Boden, aber die Spitzen rausgucken in den Wolken, im Smog, oder aber durch eben die hohe Industrie hast du und durch die Hitze hast du da einfach eine Fata Morgana, die sich halt in den Wolken spiegelt, weil Feuchtigkeit, weil reflektiert Licht. Da würde ich jetzt überhaupt nicht von so was ganz Überkandidelten ausgehen, wo die Leute wieder mit Verschwörungstheorien ranspringen. Also finde ich jetzt. Aber natürlich sind die Vermutungen immer interessant zu hören. Und man hat festgestellt, dass ungefähr nur 7% der Menschen in der EU recyceln. 7%. 93% der Menschen kennen nur Restmüll. Ja, das ist natürlich, wobei ich sagen muss, hier im Haus genauso. Wir trennen noch Kartons, kommen in Papiermüll. Und Großstyropor und Plastik in rauen Mengen, das wird auch noch getrennt. Aber das meiste ansonsten kommt halt einfach in einen Mülleimer, ja. Und das kenne ich hier auch bei den Nachbarn genauso. Und als ich noch in Ückendorf gewohnt habe, hat der Hausmeister mir auch direkt gesagt, als ich gefragt habe, wie trennt ihr denn hier? Hat er gesagt, Müll hat nur eine Silbe, kannst du nicht trennen. Ja. Nun ja. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn die Natur millionenfach so lange braucht, wie wir das Zeug nutzen, um es wieder abzubauen. Ach ja. Aber es ist auch so eine gewisse Gruppendynamik. Und wir wissen ja, alle Menschen in Gruppendynamik sind grundsätzlich doof. Ja. Von Walking Dead ist jetzt, glaube ich, von Telltale die dritte Staffel rausgekommen und die haben ja noch nicht mal die erste angespielt. Habe ich aber. Müssen wir auch nochmal machen, ne? Telltale allgemein müssen wir noch daddeln. Ich habe da noch schöne Titel von Telltale. Game of Thrones. Ich habe ja Anfang des Jahres Staffel 1, habe ich gedacht, komm, kostet nur 10 Euro, fand die so Oberaffentitten geil, dass ich mir direkt Staffel 2, 3, 4, 5, 6, bis ich arm war, im Februar geholt habe, angeguckt habe, gefeiert habe. Staffel 7 kommt ja jetzt in 2 Wochen, kommen die ersten Folgen raus. Ich versuche mich zurückzuhalten und zu warten, bis ich es halt in toller Qualität auf Blu-ray erwerben kann. Egal wie lange es dauert, kann ja noch bis Ende des Jahres dauern. Oh Mann. Ich versuche mich einfach zurückzuhalten. Game of Thrones gibt's aber, ich habe jetzt sowohl ein Game of Thrones Rollenspiel als auch ein Game of Thrones Adventure. Oh, wie wir das spielen werden. Aber im Moment, wie gesagt, in letzter Zeit habe ich sehr viel Mini-Let's Play aufgenommen vom kleinen geplanten Urlaub, in dem ich mich befinde, während ihr hier gerade mir zuhört. Ja, so ist das alles. Und Darker Than Black habe ich nochmal gesehen. Also ein, zwei Folgen habe ich davon gesehen. Ich habe früher mal den ganzen Anime gesehen und Darker Than Black ist tatsächlich ein sehr guter Anime, der aber auch sehr düster ist, wie der Name auch schon vielleicht vermuten lässt. Allgemein habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich exzessiv Animes geguckt, aber es gibt da durchaus welche, die ich noch auf dem Schirm habe. Bleach will ich noch zu Ende verfolgen, One Piece weiter verfolgen und dann gibt es da noch so 2, 3, 4 Empfehlungen, denen ich auch irgendwann mal folgen werde. Der Manga, der ist besser als der Anime. Aber gut, das ist halt oft so, ne? Und ich fand gruselig, dass bei einem Experiment ich fand ein Experiment gruselig, wo sie Gegenstände der Freude und Gegenstände der Zerstörung hatten und Leute öfter die Gegenstände der Zerstörung gewählt haben als der Freude. Finde ich dumm. Und unverständlich, wo kommt im Menschen die Faszination an Gewalt her? Und das ist ja, wenn ich das mal so ganz nüchtern betrachte, in Spielen ja auch oft so. Hier in dem vielleicht nicht. Aber ich liebe ja auch Rollenspiele. Was machst du denn da? Ja, du verklopfst Monster, ne? Und bekommst dadurch ja auch ein Gefühl von Macht übertragen. Im Umkehrschluss, ne? Wo kommt das her? Wo kommt die Faszination der Gewalt im Menschen her?
Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich wollte noch irgendwas über Moleküle sagen, das ist mir aber schon wieder komplett entfallen. Ja, Faszination, Gewalt, wo kommt die her? Erzählt's mal, schreibt's in die Kommentare, vielleicht wisst das ja. Und ansonsten sehen wir uns morgen in Karthago wieder. Und bis dahin würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs bisher dabei gewesen sein in dieser mal wieder langen Folge. Und ich sage, bis morgen. Tüdelü.